So, nochmal die Kurzform von führen. Führen heißt einen Plan haben und den ordentlich durchsetzen. Führen heißt agieren statt reagieren. Führen heißt authentisch sein, heißt von innen nach außen leben. Das heißt, sich innerlich fragen, was möchte ich, kann ich es durchsetzen, stehe ich dazu und dann wirklich agierend durchsetzen. Führen ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, führen ist was Gutes. Führen gibt Struktur. Struktur gibt Sicherheit. Sicherheit gibt Vertrauen. Vertrauen macht frei von Angst. Vertrauen macht ein leichtes Leben für alle Beteiligten. Für Hund genauso wie für Besitzer. Auch für uns Menschen. Wenn wir uns gegenseitig vertrauen können, haben wir ein gutes, schönes Leben. Führen bedeutet aber auch, Verantwortung zu übernehmen. Ja, für sich und für die wir verantwortlich sind, für unsere Hunde, für unsere Kinder, für was auch immer. Verantwortung nehmen ist nichts Schlimmes. Es ist was, was erwachsene Menschen tun sollten.